Unser Leben ist ja in letzter Zeit immer so ein Auf und Ab. Ich denke, wir werden das schaffen. Also ich bin gerade sehr gestresst. Ich höre jetzt hier gerade was ganz anderes als das, was ich bisher gehört habe. Das ist gerade alles doof. Also machen wir uns nicht vor, Leute. Das ist hier kein Zuckerschlecken. Es ist halt nicht überall schön. Da muss ich höllisch aufpassen und das wird ein ziemlicher Ritt. Inshallah, so Gott halt will. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwie der Meinung sind, dass sie da Geld für kriegen. Da haben die einen Fehler gemacht. Die Türkei, sie sollte eigentlich diese Teile auch haben. Und wir haben nichts erreicht. Mal gucken, wie wir uns da aus der Affäre ziehen. Also der Turbo, der ist seit anderthalb Jahren neu, aber ich würde nicht ausschließen, dass der vielleicht doch irgendwie ein Problem hat. Gerade weil wir diesen starken Dieselüberschuss in den unteren Drehzahlbereichen haben. Ustam çok teşekkür ediyor sana bu güzel açıklama için. Bu tarafa da bakmamıştım diyor ama tabii ki diyor. Wenn ich sie per Hand drehe, dreht sie maximal eine Umdrehung nach. Also dreht sich etwas schwerfälliger. Genau. Du kannst ihm sagen, ich habe... Ich habe übrigens die meisten... Die können sogar Kolben nachbauen. Also, ich höre jetzt hier gerade was ganz anderes als das, was ich bisher gehört habe. Der Mechaniker oder der Meister meinte, wenn wir die Kolben nicht kriegen, dann können wir sie auch in Konya nachbauen lassen. Dauert eine Woche. So viel dazu. Den nach Bolu beschiffen, bringen und den einbauen mit neuem Motor, mit allem drum dran, würde dich ca. 5.500 Euro kosten. Unser Leben ist ja in letzter Zeit immer so ein Auf und Ab und auch jetzt ist es nichts anders. Wir haben uns eigentlich gerade in dieser Wohnung eingerichtet und fühlen uns wohl und hatten eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen länger hier bleiben. Wir merken auch, dass unsere Körper runterfahren und sich langsam entspannen und jetzt hat sich plötzlich gestern dann was ereignet. Wir haben mit dem Kadir gesprochen, er hat sich gemeldet, weil er einen LKW-Fahrer als Freund hat, der eine Empfehlung hat bezüglich einer Werkstatt. Und zwar liegt die im Norden, in der Nähe von Bolu. Und er sagt, da gibt es einen Meister, der kennt sich mit solchen LKWs aus. Der repariert auch die ganzen iranischen LKWs, die per Transit durch die Türkei fahren. Und da gab es einiges Interessantes, was erzählt wurde. Wir haben da eine Telefonkonferenz gehabt mit dem Meister und dem LKW-Fahrer. Ich erzähle Details später dazu noch mehr. Es war auf jeden Fall sehr interessant und wir werden da jetzt hinfahren. 650 Kilometer. Als zweite Option haben wir immer noch Konya. Das werden wir auf jeden Fall auch in Betracht ziehen, falls das dann doch nichts wird. Aber so viel dazu erstmal. Es hörte sich wirklich gut an. Und das waren mal ganz andere Äußerungen wie das, als das, was ich bisher gehört habe von den Werkstätten. Trotzdem wird es eine richtig abenteuerliche Reise für uns. 650 Kilometer. Ich hoffe, dass unser LKW das durchhält. Und wie geht's dir damit? Also ich bin gerade sehr gestresst, weil wir jetzt so ruckartig aufbrechen. Wir haben ja gestern sehr, sehr lange telefoniert und so richtig sacken lassen konnten wir das nicht. Wir haben zwar eine Nacht drüber geschlafen und werden das auch machen. Wir werden jetzt nach Bolu fahren.
Aber es fühlt sich alles total stressig an und jetzt schnell, 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 heute noch den LKW holen und alles organisieren und dahin fahren und so. Aber ich freue mich auch jetzt, dass es irgendwie weitergeht. Das ist eine Lösung, die hat sich gestern sehr, sehr gut angehört. Und es geht weiter und wir sind nicht in so einer Starre und es ist auch irgendwie eine Erleichterung so ein bisschen. Und wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir können natürlich jetzt nur unserem Bauchgefühl wieder folgen. Aber es fühlt sich wie eine richtige Entscheidung an. Nichtsdestotrotz, ich finde die Wohnung hier so schön. Ich wäre noch gerne eine Woche länger geblieben. Es ist einfach ein Traum und aber unsere Reise geht jetzt weiter. Yvonne und ich unterhalten uns eigentlich gerade, was jetzt eigentlich so los ist, also in was für einer Situation wir jetzt gerade so sind, und da war uns aufgefallen, naja, vielleicht teilen wir das auch mit euch. Also es geht ja eigentlich auch darum, euch irgendwie ein Gefühl auch zu vermitteln, wie geht's eigentlich einem in so einer Situation. Und es geht ja nicht, also nochmal, für alle, die da draußen, ja, es werden auch wieder Kommentare kommen, dass wir rumheulen. Es geht nicht ums Rumheulen. Es geht darum, zu zeigen, wie ist es in so einer Situation? Was hat man zu erwarten? Ne? Yvonne hat ja gerade gesagt, dass für sie ist es jetzt, es hat sich was gelöst, dass sie fühlt, es geht endlich weiter und dass sich bei ihr so im Kopf dann letztendlich auch ein Schalter umlegt und sie das Gefühl hat, okay, man ist nicht mehr in so einer Starre drin, ne? Obwohl sie eigentlich ganz gerne noch länger geblieben wäre und etwas mehr Zeit noch gebraucht hätte, um sich auszuruhen. Also machen wir uns nicht vor, Leute, das ist hier kein Zuckerschlecken, auch wenn wir jetzt ja die Unterstützung durch die Wohnung und das alles haben. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn wir das nicht hätten, wie es dann gewesen wäre. Dann hätten wir uns irgendwie eine Ferienwohnung nehmen müssen, weil das kann man gar nicht aushalten. Dann in dem LKW, in der Werkstatt, in der Sanei irgendwo, wir haben das ja lange genug gemacht und auch bewiesen, dass man das machen kann. Aber es ist total kräftezehrend. Für mich ist die Situation jetzt so, dass ich denke, mein Kopf ist total zermatscht, weil ich habe richtig, richtig viel bezüglich der Ersatzteile-Situation und überhaupt hier die Problemlösung zu bewältigen. Da habe ich richtig viel Energie investiert. Also auch hier in der Wohnung hat eigentlich mein Kopf permanent gearbeitet. Ich habe gesucht, habe recherchiert und jetzt ist es so, ja, ich bin auch ein bisschen runtergekommen, aber es geht jetzt wieder los. Und ich weiß, dass die Fahrt dahin nach Bolo, ob nur nach Bolo oder Konya, ist eigentlich egal. Das wird purer Stress für mich, weil ich natürlich immer mit einem Ohr irgendwie am Motor des LKWs bin und höre so, na, wie hört er sich an, wird schlimmer, schafft er das? Das macht mich, was soll ich dazu sagen? Das ist Stress. Das ist nicht einfach mit dem LKW, juhu, wir fahren mal einfach 650 Kilometer in den nächsten Ort und reisen, sondern schafft der LKW das. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir es eigentlich mit dem Internet machen, wenn wir in ein neues Land kommen. Also wir kaufen als erstes eine SIM-Karte für unseren mobilen Router. Der ist eigentlich immer fest in der Fahrerkabine, in der Wohnkabine, hat er seinen festen Platz. Und mit dem haben wir dann auf unseren Handys und für unsere Notebooks Internet und können entsprechend arbeiten. Also als erstes kaufen wir uns eine SIM-Karte für dieses Gerät.
Und in Griechenland ist es zum Beispiel so, bei Kosmoti, da kann man mit der App, die man dann für diese Karte bekommt, automatisch immer Guthaben wieder aufladen. Hier in der Türkei ist es bei Turkcell so, dass man immer wieder, wenn der Monat um ist, das Guthaben aufgebraucht ist, muss man in den Turkcell-Laden wieder gehen und sich wieder Guthaben neu kaufen, das dann auf diese Karte wieder aufladen und dann hat man wieder, in dem Fall jetzt mit Turkcell sind das 100 GB, wir haben jetzt gerade wieder 18 Euro bezahlt, damit kommen wir auch einen ganzen Monat hin. Die Karte einmalig kostet so 20 Euro, das sind auch so die Preise aus Griechenland, da kostet die erste Karte 20 Euro und dann jeden Monat aufladen 25 Euro. Und wir kommen eigentlich mit diesem Datenvolumen immer einen ganzen Monat auch aus. Wie viel Datenvolumen haben wir dann in Griechenland für die 25 Euro? Da haben wir 200 Gigabyte bekommen. Und hier für die 15 Euro? Für die 15 bzw. jetzt 18 Euro haben wir 100 Gigabyte bekommen. Und für alle, die sich für unsere Geräte interessieren, wir haben ja auch noch eine Antenne, wenn wir mal nicht so guten Empfang haben, die findet ihr in unserem Amazon-Shop. Der ist immer in unserer Videobeschreibung verlinkt, also wenn ihr da euch mehr informieren wollt, mit was wir unser Internet betreiben, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Für uns geht es jetzt weiter zum LKW. Wir haben jetzt den Mietwagen abgegeben, es war alles okay, wir haben sogar noch 20 Euro zurückgekriegt. Ich wusste gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas zurückkriegen. Weil wir den Mietwagen früher abgeben müssen. Ja, genau. Wir mussten den Mietwagen ja jetzt früher abgeben. Wir hatten ihn eigentlich noch für 5 Tage, aber es geht ja nur morgen dann weiter. Genau, bezüglich Mietwagen, falls ihr mal in so eine Situation kommt, dass ihr Mietwagen in der Türkei braucht. Wir haben jetzt mal gefragt, ob es günstiger ist von hier aus, also direkt letztendlich den Mietwagen zu mieten und irgendwie nicht. Ist komisch. Also, wenn ihr Mietwagen mietet, dann versucht es über ein deutsches Vergleichsportal. Da seid ihr besser dran. Also auch gerade wegen der Versicherung sind dann halt auch die Umstände klar. So, mit dem LKW sind wir jetzt ein bisschen gefahren. Leistung ist gut, kann ich soweit sagen, aber er wird halt verdammt heiß. Also da muss ich höllisch aufpassen und das wird ein ziemlicher Ritt, da die 650 Kilometer. Also zwischendrin musste ich halt die Heizung anmachen. Und wir haben heute 30 Grad. Das sieht man vielleicht jetzt nicht so in der Kamera, aber es ist halt richtig drückend. Und ich bin hinter dir gefahren und ich wurde richtig zugeräuchert die ganze Zeit. Ja. Der Rauch ist die Hölle. Ja, macht richtig viel Rauch, ja. Jetzt geht's weiter Richtung Holger und Manu. Da werden wir Nacht übernachten, den Rest auf den Dachgepäckträger packen und ja, uns nochmal verabschieden. Und dann geht's weiter.
Was haben wir denn? Ganz viele Hunde von hier, die Straßenhunde bei Manu und Holger. Ne? Aber nicht nur für die Hunde. Auch für die Straßenkatzen haben wir was bei mitgebracht. So, ihr Lieben. Manu und Holger hatten uns gefragt, also wenn wir irgendwie was Gutes tun wollen und uns irgendwie revanchieren wollen oder bedanken wollen, dann sollten wir was für die Tiere mitbringen, dass wir ja, denen was geben können und dass sie denen was geben können. Und das fanden wir eine gute Idee, deswegen haben wir mal ordentlich Futter eingekauft. Ein bisschen eingekauft. Und es gibt gleich noch ein Leckerli. Die ist so hübsch, ne? Und so schmusig, ne? Ja. So schmusig. Ja. Ich würde die sofort mitnehmen. Ja. Und weil die ist so groß. Die ist so groß. Du bist noch nicht mal ausgewachsen. Ja. So, wolltest du jetzt noch ein Leckerli, oder? Ich wollte noch ein Leckerli geben. Okay. Guck mal her. Ich will sie gar nicht. Mag sie gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ein verwöhnter Straßenhund. Na, nicht verwöhnt, das kennt sie nicht. Kennt sie nicht. Später. Eingeparkt. Für eine weitere Nacht. Ein neuer Morgen und das war jetzt die erste Nacht seit vielen, vielen Tagen, Wochen muss man ja schon sagen, dass wir wieder im LKW geschlafen haben. Und gestern, als wir zur Werkstatt gefahren sind und ich einen LKW gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, wie wird das wohl werden? Das ist jetzt alles wieder so klein und ich werde bestimmt überhaupt kein Auge zukriegen. Das wird total komisch sein. Aber ich habe richtig gut geschlafen. Das zeigt immer wieder so, wie wichtig es ist, ein gutes Bett zu haben. Also ich konnte wirklich richtig, richtig gut schlafen. Der Abschied von Manu und Holger war sehr lange. Ich glaube, wir waren um eins zuerst im Bett gewesen. Aber es war sehr schön, uns von den beiden nochmal so zu verabschieden. Der Odin, der läuft ja schon ein bisschen heiß. Vielleicht ist er auch heiß aufs Fahren, aber naja, dummer Scherz. Nee, also er wird halt relativ heiß, deswegen werden wir hauptsächlich Autobahn fahren, weil sich das besser kontrollieren lässt. So. Und wir planen so 3 Tage ein, bis wir da sind. Ich denke, wir werden das schaffen.
Hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich lasse jetzt noch den Motor ein bisschen abkühlen, bevor ich ihn abschalte. Das sieht gut aus, das packen wir. Die ersten 100 Kilometer sind geschafft und jetzt haben wir ein kleines Hüngerchen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier was zu essen finden. Und weiter geht's. Wir sind heute 300 Kilometer gefahren und haben ein kleines Plätzchen gefunden hier, ja, ich sag mal so auf dem Acker so ein bisschen. Und für uns gibt es jetzt nur noch Abendessen, aufgewärmt von gestern, ein bisschen Tee und Fernsehen gucken und dann wird geschlafen. Bei morgen werden wir den Rest fahren, wahrscheinlich auch nochmal so 350 Kilometer. Also heute geht's früh ins Bett. Informationen für den Kaffee mit den Israelis. Wow. Glauben Sie wirklich, ich schaffe es, die 172... Jo, heute geht's weiter. Die Nacht war ganz okay. Wir haben die Hälfte ungefähr geschafft. Bei der 350 Kilometer liegen jetzt vor uns. Der Platz, der ist ganz schön räudig, muss ich sagen. Manchmal läuft es halt auch so. Es riecht nicht besonders gut und naja. Ihr habt die Bilder ja gesehen. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt nicht überall schön. Thank you.
Das sind unsere Nachbarn, das sind Niederländer. Wir haben auch schon eine kleine Roomtour bei denen gemacht. Ganz liebe Leute, ganz liebe Familie mit zwei kleinen Kindern. Wir sind fix und fertig. Wir sind heute 380 Kilometer gefahren, werden jetzt Abendessen und morgen früh geht es dann Richtung Werkstatt. Wir haben erstmal gut geschlafen. Mehr oder weniger, oder? Also eigentlich ja doch nicht so, oder? Die Aufregung war, glaube ich, in der Nacht auch irgendwie dabei. Ja, ja. Also der Ort ist schön hier. Das ist alles voller Vögel. Also man hört hier Vogelstimmen, die ich so schon lange nicht mehr gehört habe, ehrlich gesagt. Es ist ein Naturschutzgebiet, soll richtig schön sein. Werden wir uns sicherlich auch angucken. Wir merken auf jeden Fall, dass wir jetzt im Norden der Türkei angekommen sind. Also in Izmir sind diese Woche 25 Grad und heute haben wir noch einen sonnigen Tag. Aber die nächsten Tage werden uns so 15 Grad, 10 Grad teilweise. Regen. Regen. Also es ist schon anders hier im Norden. Dafür ist es grün. Viele Bäume. Das hatten wir in der letzten Türkei-Fahrt, also letztes Jahr, irgendwie vermisst. Aber hier ist es richtig, richtig schön. Ja, und im Übrigen, heute ist unser Jahrestag, an dem wir in unseren Odin eingezogen sind. Vor 3 Jahren. Das ist 3 Jahre her. Wahnsinn! Seitdem wir aus unserer Wohnung ausgezogen sind. Also seitdem wir eine Wohnung hatten. 3 Jahre. Unglaublich. Bevor es jetzt zur Werkstatt geht, werden wir noch eine Pension beziehen, weil wir werden nicht in der Werkstatt schlafen können oder wollen. Ja, das wird wahrscheinlich länger dauern alles und das müssen wir uns nicht nochmal antun. Ja, jetzt haben wir erstmal für eine Woche erstmal eine Pension. Da gucken wir erstmal, wie die so ist, wie wir uns da wohlfühlen. Und ob wir dann nochmal in der Zeit umziehen werden, das werden wir dann sehen. Aber erstmal geht es jetzt dahin. Und mal abgesehen davon, in der Sanai kann man noch gar nicht übernachten. Das geht nicht. Gut, ja, ich bin auch gut aufgeregt. So wird es der erhoffte LKW-Guru sein. Ja, die Frage werden wir heute beantwortet bekommen. Schon schön. Und wir zahlen jetzt 28 Euro inklusive Frühstück für 2 Personen, also fairer Preis. Das wird sicherlich auch Geräusche machen, das kann schon sein. Ja. Also ich glaube, wir sind hier richtig. Wir sind gleich rangegangen und er würde gerne Schritt für Schritt vorgehen. Hat sich alles angehört, was ich zu sagen hatte und jetzt macht er einfach. Ich denke, das passt.
Und wie war's? Läuft? Spitzenmäßig. Machen wir viel zu selten Fahrradfahren. Gut, dass wir die dabei haben, ne? Absolut. Also jetzt können wir sie wieder gut gebrauchen. I will talk a little bit in German now. Just German? Just for YouTube. Okay. Okay, läuft. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also der Motor wird jetzt zerlegt. Wir haben hier zwei Menschen kennengelernt, zwei sehr freundliche Türken, die uns jetzt mit an den See nehmen, um ein bisschen zu schnattern. Also zu schnattern? Ja, schnattern. Also zu reden, zu chillen, ein bisschen was zu trinken. Wir haben uns durch Zufall hier getroffen, weil die haben halt auch ein Problem mit ihrem Auto. Und er hat gesagt, hätten wir uns vorher getroffen, hätte ich euch erzählt, wo ihr in der Nähe von Izmir was finden könnt, damit euer Problem behoben wird. Naja, nun ist es aber so, dass wir uns ja hier erst getroffen haben. Also sagt er, das ist dann, wie sagen sie immer, Inshallah, so Gott halt will, so Allah will, haben wir uns halt hier getroffen. Er muss den großen Plan haben, warum wir uns hier treffen. Von daher wird es schon so richtig sein. So ist es wohl auch. Und wir können uns auch gut in Englisch unterhalten, weil er ist Englischlehrer. Genau. Also, irgendwie läuft es. Immer. So when I come back here to the West, everything became really expensive. Yeah. Not in Turkey, just all over the world. Yes. Wir waren bis eben gerade noch in der Werkstatt. Und ja, es sieht jetzt so aus, also er nimmt jetzt den Kopf runter, den Zylinderkopf. Ja. Erstmal den Zylinderkopf, ja. Für uns geht es jetzt heute zur Zollstelle, zum Zollamt, um zu gucken, dass wir da jetzt die Verlängerung kriegen. Wir gehen jetzt gerade zu Engin. Er ist Besitzer der Rupert-Tankstelle hier im Ort und ein Freund von Kadir, der uns hier angerufen hat und uns diesen Kontakt zu dieser Werkstatt hier vermittelt hat in diesem Ort. Also, wie ich schon sagte, das türkische Netzwerk läuft. Ja, jetzt sind wir gespannt, ob das irgendwie dann auch bei der Zollbehörde reibungslos läuft. Der Engin, der fährt mit uns dahin und wird uns dabei helfen, das zu klären. Wir haben ein Schreiben von dem Meister bekommen, wo drin steht, dass der LKW auseinandergebaut ist, so nicht weiterfahren kann und die Ersatzteilsuche sehr lange dauert und wir deswegen ja, viel Zeit brauchen. Ich glaube, 3 Monate stehen da sogar drauf. Zeitgleich haben wir auch ein Schreiben aufgesetzt, alles auf Türkisch. Wie wir hierher gekommen sind, also über welchen Grenzposten, sind wir über Çeşme eingereist und wie unsere Situation jetzt ist. Mal sehen, wie der Zoll reagiert. Wie geht's dir? Sag mal. Ist gerade alles doof. Ja, fühle mich heute irgendwie nicht gut. Heute bin ich irgendwie sehr deprimiert, dass alles so klappt. Ja. Ja. Die Tage gibt es auch mal zwischendurch. Gerade an solchen Tagen ist es besonders schwer, die Kamera in die Hand zu nehmen. Also es ist jetzt gerade so die letzten Wochen sehr, sehr mühsam, muss man echt sagen. Das alles aufzunehmen, während man sich eigentlich nicht wirklich ja, gut fühlt. Und also ich glaube, das kann man auch nur nachempfinden, wenn man in so einer Situation so lange steckt. Da dann auf Dauer positiv zu bleiben, das ist echt hart, Leute. Das ist richtig hart. Ja. Aber wir nehmen die Kamera trotzdem in die Hand, weil wir wollen für euch das ja auch irgendwie festhalten, weil das auch ein Teil der Reise ist. Ein Aspekt der Reise, der wichtig ist, den man einfach wissen muss, bevor man sich für sowas entscheidet und auf den Weg macht. Almanya'da her şey birdenbire çok daha kötü hale
Wir sind immer noch in der Zollbehörde und haben gerade einen Tee bekommen. Also es hat eigentlich alles gut geklappt. Wir haben jetzt ein Bestätigungsschreiben vom Zoll, dass wir uns hier gemeldet haben, dass wir mit einem Motorschaden liegen geblieben sind, dass dieser Motorschaden repariert werden muss. Wenn der LKW repariert ist, müssen wir hier wieder herkommen und zeigen, jetzt sind wir wieder fahrbereit. Wir warten jetzt noch auf einen Zollbeamten. Der fährt mit uns mit zum LKW, um sich zu vergewissern, dass der LKW auch wirklich nicht fahrbereit ist. Also hier geht man wirklich auf Nummer sicher. Ja, es hat also alles gut geklappt. Wir haben jetzt ein Schreiben für die Grenze und sie meinten, dass wir mit diesem Schreiben dann, ohne eine Strafe zu zahlen, ganz normal weiterreisen können. Nochmal kleine Ergänzung. Wir haben jetzt also keine Visumsverlängerung, keine Reiseverlängerung für die Türkei bekommen. Die Tage bleiben wie gehabt. Wir haben jetzt einfach nur eine Bestätigung, dass wir hier in der Türkei eine Reparatur vornehmen. Und wenn wir dann an der Grenze, entweder jetzt Georgien oder Griechenland, wir wissen ja noch nicht, wo es dann weitergeht, hinfahren, dann bezahlen wir einfach keine Strafe dafür. Schöne Bajak mı güzel falan tamam. Şöyle bir yanık ya. Türk görsün ama. Türk görsün. Das sind auch Kontrolle yapıyor işte. Der Zollbeamte hat jetzt gerade kontrolliert, ob das auf Fahrzeug auch wirklich hier steht und nicht fahrbereit ist. Und das hat er auch bestätigt. Und jetzt haben wir das offizielle Schreiben und jetzt klönen wir hier noch zusammen. Und ja, es wird auf jeden Fall ganz viel geraucht in der Türkei. Das sagt der Türk selber dir. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie sehr die Türken Verbote nehmen. Also wir sprechen gerade über das Rauchen, weil hier alle rauchen, bis auf Nikolas und ich nicht. Und wir haben gerade so erzählt, naja, in Deutschland ist das Rauchen ja auch an den meisten Orten verboten. Und gestern haben wir erfahren, dass hier auch überall das Rauchen eigentlich verboten ist. Also in den Restaurants, im Hotel, überall ist das Rauchen verboten. Und naja, die Türken meinen halt, hier hält man sich halt einfach an die Verbote nicht. Man raucht halt einfach trotzdem überall weiter. Ich bin jetzt nicht rein, das sind wir.